Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. So, da ich mich leider zu einer sehr unpassenden Zeit eingeloggt habe, ist bei mir der Regenbogen noch nicht da. Ich werde jetzt auch nicht großartig auf den Regenbogen warten. Ich habe nämlich jetzt mit euch vor, mit euch hier ein bisschen die Dings zu machen hier, die aktiven Runensteine. Und ich werde euch einfach irgendwas dabei erzählen. Fragt mich nicht so genau, was ich euch erzählen werde. Es ist einfach etwas, was ich euch erzähle. Fragt mich nicht, warum das Mädel daneben steht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich hoffe, ich finde die aktiven Runensteine jetzt so alle auf Anhieb. Also nicht alle, ich werde nicht alle mit euch schaffen. Aber ich werde auf jeden Fall einige mit euch schaffen. Wir wollen ja auch irgendwann mit dem Quest ja auch mal weiterkommen. So, das wäre, da wäre, da wäre, da wäre und hier wäre. So! Ich kann euch auch sagen, was das mit da gewesen ist, als ich das machen wollte, das eine. Was war das nochmal? Das war nicht die. Das war. Ich wurde nämlich einmal gekickt. Genau, als ich die Regenbogenjagd machen wollte. Und mich das Spiel rausgekickt hatte. Da ist nämlich das so gewesen, dass. Das ist zumindest meine Vermutung, ob es so ist oder nicht, ist was anderes. Dass der Server komplett überlastet waren wegen dieser Regenbogenjagd. Und der Server regelrecht abgeschmiert ist, würde ich mal behaupten. Und ja, bis jetzt jeden Runenstein, den ich gesehen habe, ist bis jetzt aktiv eigentlich. Es ist schon gar nicht mehr normal, wenn ich ehrlich bin. Aber ich werde gucken, dass ich mich morgen zu einer passenden Zeit einloggen werde und mit euch dann auch wieder nochmal eine Regenbogenjagd machen werde, weil mir fehlt noch das Zaumzeug, mir fehlt die Gamaschen und die ganzen Klamotten für das Mädchen. Und das muss ich dann in den nächsten Tagen noch machen. Das ist doch... herrlich. Wir können die Zeit ein bisschen nutzen, um über zukünftige Updates zu sprechen. Also, ich werde mir wahrscheinlich den Mund fusselig reden und ihr werdet zuhören. Hier. Und da. Es geht nämlich um... worüber ich mit euch reden möchte, ist... möchte ich gerne ein bisschen mit euch über die neuen Heimatstelle spekulieren, weil Star Stable hat ja in der Star Stable Show schon gesagt... Da hat ja eine gefragt, so wird es bald größere Heimatstelle geben. Und dann hat die von der Star Stable Show gesagt, so ja, es wird bald größere Heimstelle geben. Wo ich mich auch persönlich sehr darauf freue, weil ich habe jedes Pferd von mir, habe ich lieb. Und ich kann mich nie entscheiden, welches Pferd ich bei mir einziehen lassen soll. Ich finde das immer krass. Und wenn das dann, wenn man dann zwischen verschiedenen Heimatstellen wählen kann, dann würde ich mal sagen... würde ich den größten Heimatstall, den es gibt, mir holen. Wahrscheinlich kommt es darauf an, wie viele Jorvik Shilling oder eher gesagt mal Star Coins, weil ich denke mal, dass die Stelle nicht für Jorvik Shilling vergrößern, sondern dass das wieder so ein schönes Exempel für Star Rider ist. Dass es dann halt so ist, dass ich dann halt den größten Stall nehmen werde, den ich dann bekommen kann. Und ja... da freue ich mich eigentlich schon richtig drauf, weil ich kann mich wirklich niemals entscheiden, welche Pferde ich alles bei mir im Stall stehen lassen soll. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon gesagt, Silver Star und Silver Shadow bleiben definitiv bei mir im Stall stehen. Silver Star ist mein Anfangspferd und egal welches Spiel ich spiele oder halt auch andere Anfangstiere bei mir, die werde ich niemals weggeben. Ist ja auch hier in dem Spiel nicht möglich, aber ich habe zwar Star schon mal auf die Pferdeinsel geschickt aus Platzmangel, aber ich habe mir jetzt gesagt, Silver Star wird nicht mehr zurück auf die Pferdeinsel geschickt. Der wird eine Zeit, also hoffentlich für immer bei uns bleiben. Ich habe auch von Anfang an gesagt, ich werde niemals in meinem ganzen Leben irgendein Pferd von mir verkaufen. Das ist... ich habe sogar, glaube ich, damals mir sogar, als ich, kurz bevor ich, hier, wie heißt's? Ah, verdammt.
Ich habe mir ja immer, kurz bevor die Pferdeinsel rausgekommen ist, genau so war das, habe ich sogar fast rumexperimentiert und habe mir so gedacht, so ja, ab jetzt kann ich mir kein einziges Pferd mehr holen, weil ich einfach keinen Platz mehr in meinem Stall habe. Und dann kam die Pferdeinsel raus und ich habe mir gedacht, so yes, Alter. Und ich habe wirklich auch früher gedacht, wenn ich ehrlich bin, dass die Pferdeinsel Platz für maximal 10 Pferde hat. Also, dass man insgesamt 20 Pferde aufnehmen kann, aber das ist ja nicht so. Man kann ja bei diesem Spiel prinzipiell alle Pferde aufnehmen. Und da freue ich mich eigentlich immer so ganz besonders drauf, weil ich habe mir ja auch bei Star Stable gesagt, ich möchte gerne versuchen, alle Pferde zu haben. Momentan ist das ein bisschen knifflig noch, weil ich ja noch zur Schule gehe und selber noch kein Geld verdiene und noch ein bisschen auf meine Eltern angewiesen bin, dass die mir über Pay, nein, über doch bei PayPal die Sachen kaufen. Aber sobald ich natürlich auch eigenes Geld verdiene, werde ich auch gucken, dass ich mir aber halt auch aufteile, wie ich die, dass ich mir dann alle Pferde auch mal im Stall anschaffen werde. Ich hatte auch darüber nachgedacht, mir noch ein zweites englisches Vollblut zu holen. Unter dem Vorwand, dass aber erst wenn es noch von neue Farben geben soll, erst von mir von einem der neuen Farben hole. Nämlich, weil jetzt am Mittwoch kommt nämlich zwar noch ein Kaufvideo, aber von dem lang ersehnten gewünschten Pony, was ich ja noch mir holen möchte, was die nächste Rasse ja, die ich gezogen habe, sein soll. Problem ist nur, es gibt immer noch, dass diese zwei Ponys mit jeweils, ja, ich weiß, es ist ein bisschen wenig, ich weiß auch nicht warum, mit jeweils einer Stimme gleich aufliegen. Der eine möchte gerne, dass ich mir das Milchkaffee-Pony hole, also der andere Abonnenten möchte gerne, dass ich mir das Pony hole der so aussieht wie ein Haflinger, ein kleiner Haflinger. Und da sage ich mir dann so, ja gut, wenn dann keine weiteren Stimmen dazukommen, muss ich dann halt gucken, dass ich dann halt da ich dann halt auch zwischen den beiden Ponys ziehe. Aber ich kann dem anderen Abonnenten, dessen Pony dann nicht gezogen wird, auch ruhig sagen, mach dir keine Sorgen, das andere Pony wird natürlich auch irgendwann in meinen Stall einziehen, nur halt nicht in geraumer Zeit. Jetzt bin ich wieder von den Heimatstellen auf die Pferdeinsel übergeschwappt und dann wieder auf die Pferdekaufsachen. Jetzt nochmal zurück zum Heimatstall. Da möchte ich gerne von euch mal gerne wissen, was ihr denn von der Idee haltet, die Heimatstelle zu vergrößern. Ich meine, viele von euch wünschen sich das ja schon seit langem. Und ich muss sagen, ich bin auch ein Fan davon, dass sie die Heimatstelle endlich vergrößern. Endlich. Weil ich habe mich schon so lange darauf gefreut. Was mich vielleicht auch ein bisschen toller, also ein bisschen glücklicher machen würde, ist, wenn jedes Pferd in dem Heimatstall seine eigene Box bekäme. Also nicht so, dass sich immer so zwei Pferde so eine Box teilen müssen oder so, sondern dass alle Pferde eine eigene Box bekommen. Ich hatte ja auch mal so darüber nachgedacht, über so ein System. Also natürlich werde ich niemals so ein Spiel entwickeln können. Das ist viel zu viel Arbeit für mich. Außerdem, A, kenne ich mich auch nicht so gut mit Computern aus, sondern nur das, was ich hier so gerade so tue, wo ich mich so lange drin eingeübt habe, das geht dann. Ansonsten würde das wahrscheinlich viel, viel, viel zu lange dauern. Ah, guck mal, der Runenstein ist nämlich zum Beispiel nicht aktiv. Das ist der erste Runenstein, wo ich jetzt sehe, der nicht aktiv ist. Jetzt werde ich mich nochmal da oben auf diesen Berg da begeben. Was ich mir dann so gedacht habe, dass zum Beispiel, wenn man sich ein neues Pferd kauft, zum Heimatstall eine Box hinzugefügt wird. Oder dass man dann halt zum Beispiel ein bisschen was sparen muss und dann zum Beispiel für 3000 Jorvik-Schilling eine weitere Box dazu kaufen muss. Dass der Heimatstall dann vergrößert wird. Und ich meine, das wäre ja eigentlich keine schlechte Idee. Es wäre sogar eine verdammt gute Idee, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, anscheinend finde ich jetzt. Oh. Verdammt. Anscheinend finde ich jetzt hier nicht mehr so auf Anhieb so ein paar Runensteine, die aktiv sind. Ich reite jetzt nochmal fix rüber nach Golden Hill. Ob da noch ein paar Runensteine aktiv sind,
Ach, guck mal, da steht auch noch einer, den ich gerade nicht gesehen habe. Den sieht man auch schlecht, wenn man von der Seite kommt. Aber der ist auch nicht aktiv. Nee. Der ist nicht aktiv. Dann reiten wir doch nochmal schnell rüber nach Golden Hill. Da müssten, glaube ich, auch noch ein paar Runensteine sein, die aktiv sein müssten. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir kommen nicht zu allem. Also wir kommen da nicht zu allem Runensteine, um die aktiv zu machen. Ich guck mal, vielleicht habe ich, na, ich glaube aber mal eher nicht. Morgen habe ich bestimmt mehr Zeit. Dann muss ich mal gucken, dass ich dann da nochmal oder wir zusammen nochmal auf Regenbogenjagd zusammengehen. Also wir zusammen. Oder dann werde ich mich wahrscheinlich danach auch nochmal ein bisschen hinsetzen und ein paar Regenbögen jagen gehen. Einfach in der Hoffnung, dass mir der Server da nicht wieder zusammen, also dass der Server da nicht wieder zusammenbricht. Weil das ist nämlich ein bisschen blöd. Wie gesagt, ich hatte das auch manchmal so, dass ich dann, zum Beispiel, wenn ich dann das hier so gemacht habe, dass es dann blockiert war. Und dann hat sich dann mein komplettes Spiel nach einer Minute dann komplett verabschiedet, wo ich mir dann auch immer gedacht habe, so, ja. Und das war auch damals, als ich, glaube ich, kein Star Rider gewesen bin, auch so einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich kein Star Stable mehr gespielt habe, weil ich einfach keine Lust hatte, jedes Mal wieder neu anzumachen und sowieso zu wissen, dass ich nach 5 Minuten aus dem Spiel sowieso wieder rausfliege, weil mein Computer meine Internetverbindung nicht halten konnte. Am Anfang, als ich meinen Laptop, den ich jetzt habe, bekommen habe, hatte ich echt Schwierigkeiten damit, dass mein Laptop meine Internetverbindung nicht gehalten hat. Und auf einmal hatte ich dann noch immer wieder Netzwerkfehler und dann habe ich immer wieder unten drauf geguckt und habe dann gesehen, du kannst mich mal am Popo schnuppern, der. Ich halte die Internetverbindung nicht. Also so nach dem Motto prinzipiell, der Rundstein ist diesmal auch nicht aktiv. Was sind denn das für unaktive Runensteine hier heute, ey? Also wirklich. Keine aktiven Runensteine hier. Hier war doch irgendwo auch noch einer, glaube ich. Irgendwo da unten. Bist du denn da hinten aktiv? Nee. Ich meine, hier wäre auch noch einer irgendwo gewesen oder auch nicht. Okay. Reite ich nochmal da hinten so ein bisschen in die Richtung. Aber wenn ich da keinen Runenstein mehr finde, dann denke ich, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich dann auch schon wieder. Für heute, wenn euch das Video ein bisschen zu langweilig war, dann tut es mir furchtbar leid. Oh, ich habe aus Versehen beide gedrückt. Schlaues Weib. Ich finde das so süß, das englische Vollblut nach hinten guckt, wenn es rückwärts geht. Das finde ich so süß. Nur nach dem Motto, so nah laufe ich auch wirklich richtig, laufe ich auch wirklich richtig. Also, weil ich das immer gesehen habe, machen das die Pferde, glaube ich, gar nicht, sondern die nehmen einfach nur das Kinn einfach sehr weit, glaube ich, an den Hals und laufen dann zurück und vertrauen auf denjenigen, der dann oben drauf steht. Oh, guck mal, das. Ich mache Überlänge. Tut mir leid, aber da ist der Regenbogen. Oder wisst ihr was? Ich nehme für morgen schon mal auf, wenn ich dann. Weil wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mit der Jagd auf die Dings jetzt Ende und höre dann jetzt auf. Und ich wünsche euch dann jetzt noch einen wunderschönen Tag. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und ciao, ciao, auf Wiedersehen.